Ey, Respekt. Das erste Mal auf Video. Ich gebe mein Bestes. Ihr könnt mir Feedback geben, wenn irgendwas nicht passt. Lautstärke, Rahmen, ihr seht mich nicht richtig. Gebt uns Feedback und wir werden das korrigieren. Ich freue mich sehr, dass wir mal so zusammenkommen. Bitte macht im Hintergrund die Musik, die ihr gerne habt. Oder Naturgeräusche, was immer ihr wollt. Das Problem ist, wenn wir das aufs YouTube setzen, dann fallen Gebühren an, die sehr, sehr hoch sind. Und das ist für so, da wir auch viele Stunden streamen wollen, nicht möglich. Deshalb macht euch die Musik selber. Bundle, irgendwas im Hintergrund, CD oder Livestreaming. Und ich mache hier mit euch oder? Okay, also beginnen wir. So wie immer, bitte spürt den Atem auf seinem Weg. Spürt die Füße und die Unterschenkel und die Oberschenkel, dann den Po, das Geschlecht, spürt das Becken, spürt den Bauch. Und den unteren Rücken, den Brustkorb, den oberen Rücken, Finger, Hände und Arme. Spür die Schultern, Hals und Nacken. Und dann spürt den Kopf zusammen mit dem Rest und dem Atem. Nun, wenn ihr dann im Körper angekommen seid, so wie immer, bitte geht's los mit dem Sonnengebet. Ihr kennt euch aus. Wir atmen ein, wir atmen aus. Rechtes Bein zurück, ein. Aus. Bitte bleiben, ein. Jetzt halten wir schließen die Beine, wir knien uns hin, wir beginnen aus und wieder ein, zwei. Und aus. Rechts nach vor, langer Schritt, ein und aus, beide strecken und wieder ein und wieder aus. Spürt euch. Und dann bitte die andere Seite. Es geht los. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Linkes Bein. Ein. Und aus. Bleiben ein. Jetzt halten, Beine schließen, wir knien uns hin und wir atmen aus. Und wir atmen ein. Und wieder aus. Sehr schön. Linkes Bein nach vor. Langer Schritt. Und wieder ausatmen. Beine strecken. Ihr kennt das. Und einatmen. Wir kommen hoch. Und ausatmen. Okay. Spürt euch. Spürt den Atem. Und dann, so wie immer, unsere kleine Qigong-Übung, Polarisierung der Körperenergie. Über das einfache Bild, wir spüren oder wir stellen uns vor, beim Einatmen Sonnenlicht, Yang-Energie fällt in den Körper mühelos. Und beim Ausatmen ziehen wir und schaufeln wir Yin aus dem Boden und ziehen es durch den Körper hoch. Und dann wieder einatmen.
Sonnenlicht, hellstrahlend, ausatmen, wir ziehen Energie durch den Körper. Und noch einmal ein. Und noch einmal aus. Und noch einmal ein. Und dann lass den Atem fließen. Und spürt die Mitte der Brust. Und spürt euer Herz und den Raum über eurem Herzen. Und dann öffnet diesen inneren Raum. Und verbindet euch mit dem äußeren Raum und öffnet eure Herzenergie, so wie wir das immer tun. Stay connected. Spürt den Atem. Dann, liebe Yogis, geht's los. Und wie meistens fangen wir mit dieser Position an. Sehr praktisch, weil quasi der ganze Körper hier mitgedehnt wird, die Schultern, die Beine, der Brustkorb, der Rücken, der Hals, Herzplexus, Solarplexus. Und dann bitte ausatmen, ihr kennt das, nach vorgehen. In Ordnung, danke, hochkommen, have a break. Spürt den Atem. Dann die andere Seite, bitte schön. Same procedure, Hände falten, los geht's. Und ausatmen. Achte darauf, dass die Handflächen aufeinander bleiben, auch wenn das ein bisschen mühsam ist. Bein bleibt gestreckt. Atmen, wahrnehmen, zurückkommen, danke sehr, gut gemacht. Glaube ich, ich kann es ja nicht überprüfen. Your breath. Und wenn euch die Ruhe wieder eingefangen hat, bitte seitlich dehnen, los geht's. Blick nach oben. Und wieder zukommen, danke sehr. Ist ja lymphatische Anregung bester Qualität, wichtig jetzt im Herbst, wo unser Lymphsystem und das Abwehrsystem gefordert ist. Jetzt bitte die andere Seite wieder den Lymphfluss hier verbessern, über die Seite gleichzeitig die Zwischenrippenräume öffnen und die Atmung hier vertiefen. Danke.
sehr später nach. Dann lass es weitermachen. Bitte. Beine aufstellen, nach vorne neigen. So wie immer mit gestreckten Armen. Schauen, dass wir hier den Kopf gut mit Sauerstoff versorgen. Okay, danke. Und wieder einatmen, hochkommen. Have a break. Dann macht mal die Augen wieder auf und wir machen die offene und die verdrehte Trikonasana-Variante. Bitte tiefer gleiten, so weit wie möglich. Wer zum Boden kommt, gut. Wer nicht zum Boden kommt, so wie immer am Bein abstützen. Blick hinauf, ordentlich bitte den Kopf verdrehen. Schöne Spannung im Schultergürtel. Bitte jetzt die Hand wechseln, aber nicht die Seite, entweder vor oder hinter dem Fuß abstützen. Ihr wisst, hinter dem Fuß ist die schwierigere Variante. Ihr macht das, was euch gefällt. Wer möchte, biegt das Bein ab oder wer kann, lässt es gestreckt. Bitte. Alright, danke sehr. Und wieder einatmen. Die andere Seite, bitte, es geht los. Wechsel. Same procedure, Blick nach oben. In Ordnung, jetzt bitte der Wechsel wieder hinter oder vor dem Fuß, je nach Möglichkeiten. Wunderbar, wieder zurückkommen. Gut so, spürt euch, spürt den Atem. Versucht immer wieder, eure Gedanken loszulassen und die Resonanz zu verändern. Wenn wir denken, resonieren wir mit Tagesgeschehen, mit Ärgernissen, mit Wünschen, mit Hoffnungen. In dem Moment, wo wir in die Stille gehen, resonieren wir mit der kreativen Kraft, die unseren Körper organisiert und diese
diese kreative Kraft gibt uns etwas, was unser normaler geistiger Vorgang uns nicht geben kann, energetisch gesehen. Das ist auch der Grund, warum Heilung und die Reduzierung von Krankheitsgeschehen über Meditation überhaupt möglich ist. Irgendetwas in uns organisiert sich mächtig, immer dann, wenn wir in die Stille gehen. Spür den Atem. Dann machen wir weiter, eine schöne Rückwärtsbewegung. Bitte, Virasana. Here we go. Danke. Wenn ihr euch beruhigt habt, bitte die andere Seite. Wieder hochkommen. Vielen Dank. Spürt euch. Spürt den Atem. Dann wollen wir weitermachen. Hasta Padasana kommt gut nach dem Zurückbeugen, nach dem intensiven. Bitte als Ausgleich. Und wer kann jetzt verschiedene Varianten anbieten? Wer es ganz schwierig haben möchte, steigt bitte auf die Handflächen und zieht sich nach unten. Das ist sozusagen die Sadomaso-Variante. Die anderen greifen einfach bitte nach den Füßen und ziehen sich nach unten. Gut so. Here we go again. Spürt den Atem. Dann geht's weiter. Wir wollen auch heute ein bisschen Balance machen, gehört einfach dazu. Fangen wir ganz simpel an, bitte mit dem Wagenlenker. Ihr kennt das ja. Bitte Balance. Blick nach vor. Versucht immer
Und das ist bei den Balanceübungen auch wichtig, weil die Augen ja offen sind, weil sonst ist die Balance schwierig. Versucht immer, euer Bewusstsein, einen Zweig eures Bewusstseins immer im Körper anzulegen. Das heißt, wir spüren uns immer, auch wenn die Augen offen sind und wir nach außen schauen, bleiben wir zentriert. Okay. Kurze Pause. Und die andere Seite, bitte. Ich kann nur sehr hoffen, dass ihr euer Telefon abgedreht habt. Es ist wirklich wichtig, sich Zeit zu nehmen, ohne Unterbrechung für diesen Vorgang der Entspannung und der Versammlung, wie es im Yoga passiert. Schaut gut aus, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Spürt er. Wenn Ruhe eingetreten ist, bitte wollen wir die nächste Balance machen. Der Halbmond ist gut geeignet. Als nächste Übung bitte macht das, stabilisiert so euren Rücken, festigt die Muskulatur dort und trainiert eure Balance. Yes. Here we go. Zurück. Und es folgt die andere Seite, so wie immer. Bitte. Same procedure, schöne offene Position. Wunderbar. Have a break again. Dann ist soweit, jetzt gehen wir Richtung Boden und auf halber Höhe bleiben wir kurz stehen und machen die not much appealing, aber sehr wichtige Position, weil sie eben auch eine sehr starke Dehnung hier über die Seite bewirkt. Bitte bleibt vorne mit dem Becken, das ist essentiell. Wenn ihr ausweicht, ist die ganze Spannung draußen über die Seite und langsam tiefer rutschen. Danke sehr, das reicht. Die andere Seite bitte auch. Und los geht's. Here we go.
Danke sehr. Nimm Platz. So wie immer, aufrecht und beliebig. Stay connected. Dann machen wir weiter. Bitte gebt die Füße aufeinander und dann packt die Zehen und dann ganz simpel nach vor gehen, Rücken entspannen und hier eine maximale Dehnung auf den Rücken und die Hüften bringen. Dann wieder zurückkommen, danke sehr. Enjoy yourself. Heute bitte ich euch, die Augen zwischen den Augenbrauen nach oben zu richten. Ich nehme an, dass, so wie auch letztens im Lockdown, wir mehr vor Bildschirmen sind, wie auch jetzt gerade. Bitte haltet eure Augen bei geschlossenen Augenlidern hier zwischen den Brauen, um eure Augen zu erfrischen und die Augenmuskulatur zu entspannen. Und dann geht's weiter. Bedienen mal die Beine. One by one. Los geht's. Und dann bitte den Wechsel, die andere Seite. Das mache ich nicht mit. Ihr wisst, ich habe mit der Hüfte nach 35 Jahren Lotus-Sitz in verschiedensten Möglichkeiten. Ist meine Hüfte nicht so fit wie eure? Und deshalb lasse ich die andere Seite aus. Ich mache meine Hüfte, die andere Seite. Und ich warte hier in Stille, bis ihr fertig seid. Spürt den Atem. Und dann machen wir weiter am Boden natürlich. Und zwar bitte ich euch um die Dehnung der Innenseiten der Beine. Wer Lust hat, macht die Schildkröte, was wahrscheinlich wie immer nur wenige machen werden. Aber zumindest so weit nach vorgehen wie möglich ist drinnen für alle. Bitte. In Ordnung. Danke sehr. Nehmt Platz. Folgt dem inneren Pfad. Wie immer. Augen zwischen den Augenbrauen bitte nach oben richten. Jetzt wollen wir ein bisschen mit den Hüften arbeiten und mit einer Drehung, die ihr kennt. Ich bitte um diese Variante
eine Spanner Twist, wir greifen hinten vorbei. Ich kann euch halt nicht korrigieren, leider. Bitte die Drehung. Ich weiß, die Hälfte ist wieder in die andere Richtung. Nehme ich mal an. Okay, andere Seite bitte wechseln. Und wieder. Griff hinter dem Rücken. Knie packen. Und zurücklegen. Okay, danke sehr. A break. Noch eine Drehung. Und zwar machen wir Matsyendrasana, ein Klassiker, den ihr kennt. Bitte die einfache Variante oder wir greifen durch. Spürt wirklich, wie wunderbar sich das über den Schultergürtel auswirkt, dieses sanfte Dehnen der ganzen Ansätze der Halsmuskulatur. Andere Seite bitte. Was sehr, sehr positiv ist, weil die Spannung hier natürlich reduziert wird, die Abnutzung der Bandscheiben im Halswirbelbereich sich reduziert ebenfalls und auch die Nerven, die über den Hals führen, einfach weniger Druck kriegen über die Muskulatur. Alles Dinge, die uns robuster machen und flexibler zugleich. Danke sehr, gut sitzen, ihr kennt das ja. Spürt den Atem. Dann kommt was ein bisschen Anstrengendes, not everybody's darling, diese Übung Stambamasana. Machen wir die mittelschwere Variante, bitte zieht ein Bein an und das andere bitte hochnehmen. Und dann, ihr wisst, bitte mit gestrecktem Rücken arbeiten.
Okay, jetzt wechseln, andere Seite. Und los geht's. Same procedure. Jetzt spannen wir, wir haben die Muskeln erst gedehnt bei verschiedenen, die Rückmuskeln nämlich bei Dehnungsübungen. Jetzt bringen wir ein bisschen Spannung rein. Auch hier wollen wir über die Polarität eine optimale Funktion der Muskeln gewährleisten. Ihr wisst ja, die Fähigkeit, Haltearbeit zu leisten und gleichzeitig flexibel zu sein, ist essentiell für den Rücken. Und wie eigentlich für alle Skelettmuskeln, aber speziell der Rücken erzeugt die meisten Probleme heutzutage von den Skelettmuskeln. Die meisten oder sehr viele Leute haben Rückenprobleme, weil sie halt nicht regelmäßig ein gemäßigtes Training hier durchführen. Okay, danke sehr. Und wieder bei euch. Beim Atmen. Enjoy the moment. Immer wieder erlauben, den Moment sich zu entfalten. Egal, was der uns bietet. Wir versuchen nicht einem Ideal nachzuhetzen, sondern versuchen das zu akzeptieren, was sich jetzt entfaltet. Was immer sich entfaltet, wird losgelassen und wir gehen zurück zum Atmen. So dringen wir in tiefere Schichten vor und lösen Geschichten auf, die in uns ruhen und darauf warten, energetisch losgelassen zu werden. Machen wir bitte noch eine Drehung, weil es gut passt. Einmal anziehen und ihr wisst schon, von innen nach außen greifen. Wieder einen starken Zug hier auf den Schultergürtel, aber in die andere Richtung. Das heißt, jetzt nehmen wir hier vorne die Muskulatur und hier hinten und weniger die Rotatoren selbst, weil die Rotation selbst geringer ist als bei der anderen Übung. Danke sehr. Andere Seite. Und los geht's. Same procedure. Bitte wieder aufrichten. Das ist essentiell. Nicht so drin hängen. Aufrichten bitte. Okay, danke sehr. Gut sitzen, atmen, wahrnehmen. Dann was ganz was anderes. Wir wollen den Rücken jetzt stärken über den Frosch. Ja? Also, ihr kennt das. Hinge setzen, die Knie öffnen, um hier ein bisschen Dehnung auch in die Beine zu kriegen. Wir spannen den Rücken kräftig an und machen ihn ganz gerade und ziehen die Ellbogen nach oben und dehnen so das Zwerchfell zusätzlich. Bleibt dran, bitte um Intensität hier, Körperspannung halten.
Alright, danke sehr. Bitte nach vorgehen, den Rücken kurz ablegen. Sitzen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist Fußarbeit. Auch heute wollen wir das machen. Ja, so viel Auswahl haben wir nicht. Machen wir den Bogenschützen. Bogenschützen. Bitte. Beine sind im rechten Winkel. Und wir tun so, als hätten wir einen Bogen in der Hand und müssten unser Frühstück erst besorgen. Bitte. Danke sehr. Andere Seite bitte. Same procedure. Wie gehabt, wir ziehen den nächsten Pfeil aus dem Köcher und gleichzeitig visieren wir unser Ziel an. Danke sehr. Bitte jetzt die Zehen ausstrecken. Ausstrecken und kurz die Knie anheben. Danke. Okay. Sehr gut. Absenken. Und dann bitte machen wir Ekaki Vajrasana. Ich brauche es, glaube ich, nicht, mich jetzt umzudrehen oder schon. Sicherheitshalber, ein Fuß in den anderen einlegen und wir sitzen in einer offenen Sitzposition mit leicht offenen Knien, machen Druck auf die Gastrozonen. Und dann bitte, seid ihr gut wechselt. Den Fuß und das gleiche auf der anderen Seite. Ein bisschen dranbleiben. Okay, und dann bitte setzt euch zwischen die Füße, wie immer nur die, die keine schweren Knieprobleme haben, dürfen das, die anderen bitte sehr vorsichtig agieren. Bitte wieder die Beine versammeln unter dem Körper und dann sitzen wir kurz und folgen unserem Atem, so wie immer, auf seinem Weg.
Wenn ihr zu Hause Yoga macht, werdet ihr drauf kommen, dass dieses Wohlgefühl absolut nichts mit mir zu tun hat als Person. Also manche, glaube ich, sind sehr, sehr nett und sind für mich sehr, sehr positiv. Aber meine Wirkung ist kleiner, als ihr glaubt. Ja? Zu Hause werdet ihr feststellen, dass ihr das seid, die ihr euch glücklich macht in dem Moment, weil euer Geist sich umschaltet auf diese andere Form der Wahrnehmung und des Gewahrsams. Das ist wichtig. Ja? Alles Gute und alles Böse kommt immer, hat was mit uns selbst auch zu tun. Das heißt, wenn es euch besonders gut geht, wart ihr das und niemand sonst. Spürt den Atem. Ich hätte gerne noch eine schöne seitliche Dehnung mit euch gemacht. Bitte. Anderer Klassiker, über die Seite, bitte abkippen. Danke, zurückkommen an die andere Seite. Okay, danke sehr. Kurz sitzen, atmen. Dann öffnen wir die Augen wieder und beginnen mit einer Dehnung des Nackens. Bitte macht das schon langsam mit Widerstand hier den Kopf auf die Seite ziehen. Dann die Hand verdrängen und bitte wir übernehmen von der anderen Seite wieder hier Gegendruck aufbauen. Und dann die Hand verdrängen. Okay, Kopf in den Nacken, wir atmen ein und weich nach vorne kippen und dann bitte ich euch, das Kinn an der Brust entlang zu bewegen, von links nach rechts, ohne hinten Druck zu machen auf den Nacken. Wir bleiben vorne. Danke sehr. Spürt den Atem auf seinem Weg. Das ist wichtig, immer wieder dieses Loslassen, wir greifen nach nichts. So wie wir nicht nach dem Schlaf greifen können, sondern warten müssen, bis der Schlaf nach uns greift. Greifen wir auch nicht nach Meditation, sondern wir sind still und warten, was passiert. Ein bisschen wie die Kinder zu Weihnachten. Spürt den Atem.
Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt ganz gut vorbereitet, körperlich, und jetzt wollen wir ein bisschen was für unsere Lungen tun, so wie immer, ganz wichtig, speziell in diesen Zeiten. Bitte um einen Anunnasika Bhastrika, ohne Einschränkung, zu Hause, bei offenem Fenster hoffe ich, zumindest jetzt für die kurze Zeit der Atmung bitte ich euch, die Fenster aufzumachen oder zu kippen. Bitte, Anunnasika Bhastrika. Es geht nichts. Zweimal bitte. Jeder. Have a break. Das zweite Mal machen wir das jetzt mit einer speziellen Vorstellung. Das ist Kapalabhati. Ich habe das mit den Yogaschülern, die schon 100 Mal hier waren, ich habe das sicher schon mal gemacht. Es ist eine sehr traditionelle Vorstellung. Ich bin kein großer Freund dieses Bilds, aber ich möchte gerne auch Übungen mit euch machen, wo ich nicht so viel spüre, aber ihr vielleicht doch den Eindruck habt, hey, für mich ist das wichtig, weil ja wirklich jeder Mensch individuell anders reagiert auf die Inputs. Ja? Außer auf die Stille. Stille ist für alle gut, aber alle anderen Übungen teilen sich auf. Ja? Was euch gut tut, muss dem Nachbarn nicht unbedingt so gut. Wobei bei der Atmung würde ich auch mal sagen, ist das eben gut. Ja. Diese Übung ist so, dass wir uns vorstellen, dass beim Einatmen, beim Bhastrika, die Energie quasi am Hirngrund zurückfließt und beim Ausatmen fließt die Energie nach vor. Also wie so eine goldene Waschmaschine im Kopf. Beim Einatmen Energiefluss zurück, beim Ausatmen nach vor. Und ihr stellt euch diese rotierende Energie Spirale oder Energiekreisel im Kopf vor, während ihr einen Bhastrika macht. Ja, probieren wir das gemeinsam. Bitte. Es geht los. Noch einmal ein Bhastrika mit dieser Vorstellung. Beim Einatmen zurück und beim Ausatmen nach vor. Das ist eine Reinigungstechnik. Kapala heißt Schädel. Und also Kephalon, griechisch, ist das Wort für Schädel. Also da sieht man die Verwandtschaft. Kapalabhati ist einfach ein Schädelreiniger. Skull Cleanser wäre die englische Übersetzung. Lass ich jetzt einfach so stehen. Dann machen wir weiter hier mit Dehnungen, Brustkorb. Machen wir das Kamel. Bitte, hinten abstützen, ihr wisst schon, Nase ein, Mund aus. Dann wieder setzen. Ich werde kurz das Fenster aufmachen. Ein bisschen frische Luft für mich. Stay connected.
Und dann geht's weiter mit rechtes Nasenloch ein, linkes aus. Wir ziehen die Luft durch die Stirn und Nebenhöhlen. Kraftvoll bitte, so wie immer. Gas geben, bitte. Gut so. Dann bitte schön. Nächste Dehnung. Abwechselnd rechtes und linkes Bein. Wir beginnen, egal ob rechts oder links, ausatmen und einatmen. Und schön eine Dehnung über, über den einen Lungenflügel hier, die Dehnung aktivieren, ausatmen, berührt das Knie, einatmen und hochziehen und so weiter. Okay, dann die andere Seite. Die Lunge sollte voll sein, bevor das Bein den höchsten Punkt erreicht. Weil dann wird die Dehnung auf die pralle Lunge bringen und dass der höchstmögliche Effekt ist hier beim Einatmen. Und dann der letzte Zentimeter vom Zug. Ausatmen und einatmen und dann der letzte Zentimeter. Okay, danke sehr. Wieder sitzen, ein bisschen beruhigen, diesen inneren Pfad wiederfinden, falls wir ihn verloren haben. And on we go. Links ein, rechts aus. Gas geben, bitte. Kurz sitzen. Nehmt euch Zeit. So eine Form von Großzügigkeit, die wir uns selber gewähren. Ja? Alle müssen immer Zeit sparen. Was machen wir mit der gesparten Zeit? Ja? Was machen wir damit? Ja? Meistens irgendein Blödsinn. Ja? Und hier sparen wir nicht Zeit, sondern wir geben uns selbst großzügig Atemzug für Atemzug Zeit, solange wir brauchen. Dann hätte ich, bevor wir gemeinsam einen Pranayama machen, wir haben ja die Rhythmen. Ja? Wir sind jetzt beim dritten Rhythmus. Das ist der Rhythmus der Verdauungsorgane. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich habe mich heute nicht so gut vorbereitet.
Verdauungsorgane, also der Rhythmus ist, Moment einmal, 4, 16, 8, 8, 4, 16, ja, also 8, 4, 16 ist richtig, 8 Takte einatmen, 8 Takte halten, 4 aus, relativ schnell, 16 aushalten, ja, das sind Verdauungsorgane, das ist der Rhythmus, der nächste Rhythmus von Panchasahita Pranayama, ihr erinnert euch, jede Woche machen wir einen anderen Rhythmus, um Organkreise zu unterstützen. Wir hatten den Lungenrhythmus, dann kommt der Leberrhythmus, der war schon, und jetzt kommt der Rhythmus für die Verdauungsorgane. Ich sage euch nachher den Rhythmus an, ihr müsst einfach mitatmen, so wie hier normalerweise auch im Club. Und vorher machen wir bitte noch Nauli Kriya. Ihr wisst schon, die ein bisschen verrückte Übung, wo wir komplett ausatmen, den Atem aushalten und dann den Bauch bewegen und hier eine extrem starke Anregung des gesamten Bauchraums betreiben. Bitte ausatmen, los geht's. Alles raus, nicht mehr einatmen. Und wieder einatmen, danke sehr. Bleibt gut sitzen. Findet euch. So. 8, 8, 4, 16 ist der Rhythmus. Und es geht los. Ja, setzt euch bequem. Dauert nicht lang, so wie immer, so ungefähr 5 Minuten müsst ihr rechnen. Könnt euch auch anlehnen, überhaupt kein Thema. Man muss nicht den ganzen Tag, also natürlich wäre es klug, frei aufrecht zu sitzen, weil es wahrscheinlich das beste Training ist, was es überhaupt gibt für den Rücken, zur Haltearbeit des Rückens zählend. Aber wenn mir ist lieber, ihr konzentriert euch auf den Rhythmus von Pranayama und atmet den richtig, als ihr habt dauernd irgendwelche Sitzprobleme, weil euch der Hintern wehtut oder der Rücken oder beides. Ja. Also, es geht los. 8, 8, 4, 16. Bitte. 8 Takte einatmen. Es geht los. Einatmen. Wir halten 8. Und 4 aus, 2, 3, 4, 16 aushalten. Und langsam ein. 5, 6, 7, 8, wir halten 8. Und 4 aus, 3, 4, 16 aushalten. Und wieder ein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir halten 8. Und 4 aus, 2, 3, 4 und aushalten 16. Halb einatmen, Entschuldigung, 5, 6, 7, 8, wir halten. 7, 8, wir atmen aus, 2, 3, 4, wir halten aus, schön langsam. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir halten. Und schnell aus, 2, 3, 4, wir halten aus, 16. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir halten. Und 4 aus, 2, 3, 4 und aushalten. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir halten.
5, 6, 7, 8. Wir atmen aus, ganz schnell. Und ausatmen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir halten. Und aus, 2, 3, 4. Wir halten aus. 16, 8. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir halten. Und schnell aus. 2, 3, 4. Wir halten aus. 16. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und halten. Und aus. 3, 4 und aushalten. 5 Runden noch. Und ein. Und halten. Und schnell aus. 2, 3, 4 und aushalten. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Haken. Und aus 2, 3, 4 und aushalten. Drei Runden noch. Und 1, 5, 6, 7, 8 und Haken. Und aus, 2, 3, 4 und ausmachen. Und einatmen, 5, 6, 7, 8 und halten. Und aus, 2, 3, 4 und aushalten. Letzte Runde, bitteschön. 1, 5, 6, 7, 8. Halten. Und aus. 2, 3, 4 und aushalten. Geschafft. Sehr schön. Legt euch zurück. Auf den Matten, hoffe ich. Habt irgendeine Matte oder zumindest einen gemütlichen Teppich, der nicht rutscht. Streckt euch aus auf dem Teppich. Ein bisschen was kommt noch, so wie immer am Schluss. Körper sollte inzwischen unser Freund sein. Wir haben ihn brav gedehnt, geöffnet, die großen Gelenke in die Balance gebracht und die Muskeln und ihre Antagonisten ebenfalls hoffentlich. Gut versorgt, spürt euch ein wenig, bleibt kurz liegen, nehmt euch warm, spürt den Atem. Bevor wir jetzt unsere Rückenübungen machen, wie immer am Schluss, weil die eben so viel Sinn machen am Schluss, als quasi letzte Polarisierung der Wirbelsäule auch. Vor der Entspannung möchte ich vorher mit euch noch eine sanfte Drehung machen. Und zwar, ich werde mich, okay, stehen. Ich mache das im Stehen, weil im Liegen werdet ihr mich wahrscheinlich nicht so gut sehen. Also bleibe ich hier stehen. Ihr müsst euch mich liegend vorstellen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Bitte diese Drehung hier machen, wie wir sie immer tun. Am Rücken liegend, Knie nach unten ziehen. Auch wenn die Schulter hochkommt, kein Problem, über die Atmung warten, bis sich der Körper ein bisschen entspannt, bleibt beim Atem, spürt euch. Und nach ein paar Atemzügen wechseln wir und machen die andere Seite genauso, bitte wieder hier. Den Fuß aufs Knie geben und
am Boden liegend. Ich stehe nur, dass ihr mich seht. Ja, für alle, die, ich weiß nicht, ob Leute dabei sind, die vielleicht noch nicht in meiner Stunde waren, aber alle, die bei mir waren, wissen, was ich jetzt mache, bitte, wird im Liegen am Rücken gemacht. Ja? Schön. Wieder den Körper loslassen, dass hier diese Drehung sich vertieft über das Lösen der Muskulatur, über den Atem. Danke. Rollt euch wieder auf den Rücken. Ihr könnt ein bisschen Wiggling machen, also die Hüften ein bisschen rollen. So schnell ein bisschen schütteln die Hüften, dass sich der Unterrücken entspannt, falls ihr da ein bisschen windig seid. Und wieder Atem wahrnehmen. Dann mache ich mit euch bitte eine Brücke oder einen Bogen. Die Brücke. Oder für die, die die Brücke nicht machen wollen, ein Bogen. Ihr könnt auch ein bisschen rollen, das ist auch durchaus eine Yoga-Übung, das Rollen in der, dieser Position, weil es natürlich zwar nicht sehr angenehm ist, aber eine Massage für den Bauchraum beinhaltet. Danke sehr, wieder ausstrecken. Atem spüren. Und wenn sich der Atem beruhigt hat, wisst ihr, was kommt, nämlich ein Schulterstand. Ich zeige ihn vor, aber wahrscheinlich nicht wirklich notwendig, alle kennen das. Bitte, ein schöner Schulterstand. Macht bitte die Variante, rechtes Knie kommt auf die Stirn. Und dann die Variante, linkes Knie kommt auf die Stirn. Dann streckt euch nochmal. Und dann bitte legt die Füße hinter dem Rücken ab, so wie wir das kennen. Halasana. Und dann biegt bitte die Knie ab und geht in die letzte Position mit abgewinkelten Knien. Und dann bitte ich euch, den Rücken schön langsam abzurollen und euch auszustrecken auf der Matte, den Kopf sanft rollen, von einer Seite zur anderen und dann bitte ein bisschen liegen bleiben.
bleibt liegen. Und wir machen gemeinsam progressive Muskelentspannung. Wir werden dann andere Techniken auch machen hier, so wie immer und wie ganz normal. Wir wollen ja unseren Yogakurs möglichst so fortführen, wie wir ihn gewohnt sind. Heute spannen und loslassen, progressive Muskelentspannung. Bitte beginnt mit den Füßen, so wie immer. Spannt die Füße kräftig und lasst los. Dann spannt die Waden. And let's go. Spannt die Schienbeinmuskeln. And let's go. Spannt die Oberschenkel. And let's go. Spannt die Rückseiten der Oberschenkel. And release. Spannt das Gesäß. And release. Spannt den Beckenboden. And let go. Spannt die Bauchmuskeln. And let go. Den unteren Rücken. Loslassen. Die Brustmuskeln. Loslassen. Dann spannt den oberen Rücken. And let's go. Ballt die Fäuste, gibt sie frei, spannt den Bizeps, lasst ihn los, spannt den Trizeps, and go. Die Schultern, and let go. Spürt den Hals und den Nacken. And let's go. Und dann streckt die Zunge raus, macht ein wildes Gesicht, spannt alles an, was ihr im Gesicht habt. And let's go. Und dann folgt eurem Atem und bemerkt beim Atmen diese Teilung in eine aktive und passive Phase. Das passiert auch im Liegen, nicht nur im Stehen. Wenn ihr einatmet, gibt es erst, fließt der Atem ganz von selbst. Und wenn ihr tiefer einatmen wollt, müsst ihr ein bisschen eine Energie hineingeben, um tiefer einzuatmen. Und dann beim Ausatmen wieder gibt es erst die passive Phase, der Atem fließt. Und dann das letzte bisschen Luft müssen wir aktiv aus den Lungen drücken. Beobachtet diesen Rhythmus eures Atems und entspannt euch dabei, solange ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt entweder eine schöne Musik im Hintergrund oder Naturgeräusche, so wie wir das hier auch machen. Ich lasse euch jetzt in Ruhe entspannen und freue mich sehr, wirklich sehr, dass wir gemeinsam hier Yoga machen konnten, auch wenn ich euch nicht sehe. Respekt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.